Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um die Frage, ab wann kann man Autismus denn diagnostizieren? Wir diagnostizieren Autismus auf der Grundlage von beobachtbaren Verhaltensweisen. Autismus ist eine fachärztliche Diagnose und sie wird allein defizitorientiert gestellt. Ob wir das ethisch vertretbar finden oder nicht, im Augenblick ist so die Definition und das Vorgehen. Damit man entscheiden kann, ob die Verhaltensweisen eines Menschen einer Norm entsprechen oder von der Norm abweichen, muss ein Mensch erst ein bestimmtes Verhaltensrepertoire zeigen können. Ungefähr ab 18 Monaten hat ein Kind ein Verhaltensrepertoire, bei dem wir abweichende Entwicklungsverläufe beobachten können. Und es gibt verschiedene Verhaltensweisen, die schon ein Entwicklungsrisiko anzeigen. Dazu gehört zum Beispiel das Fehlen des symbolischen Spiels, also des sogenannten So-tun-als-ob-Spiels. So-tun-als-ob-Spiel, das bedeutet, das Kind widmet Geräte um, also es telefoniert mit dem Kamm oder macht aus dem Kamm ein Flugzeug oder aus seinem Brötchen ein Schiff. Oder es gibt bestimmten Objekten Eigenschaften, die gar nicht vorhanden sind. Es spielt zum Beispiel Puppengeburtstag und füllt eine Tasse imaginär mit Tee oder sagt, die Puppe sei schmutzig oder das Auto müsse tanken. Also andere Eigenschaften werden zugeschrieben, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind. Ansätze dieses symbolischen Spiels müssten mit 18 Monaten beobachtbar sein. Das Baby füttert also eventuell den Teddy mit einem Löffel, auf dem nichts ist oder vielleicht doch ein Breichen ist, aber der Teddy ist nun mal eigentlich nicht. Das zweite Merkmal, was auffallen könnte, wäre, dass das Kind der Zeigegeste der Eltern nicht folgt. Der Blick bleibt am Zeigefinger hängen und geht nicht in die Zeigerichtung. Und das Kind macht seine Bezugsperson nicht auf etwas aufmerksam, was ihm wichtig ist. Es zeigt nicht die Feuerwehr auf der Straße und nicht den Luftballon an der Decke. Es zeigt auch nicht ganz stolz, dass es zwei Bausteine aufeinander gesetzt hat. Also wenn diese drei Verhaltensweisen fehlen und sich das Kind stattdessen stereotyp mit bestimmten Dingen beschäftigt, an den Rädern eines Autos dreht oder am Kinderwagen mit den Nägeln kratzt stundenlang oder auf dem Fensterbrett eine Murmel hin und her schiebt, wenn das Kind wenig in Kontakt geht, dann sind das Verhaltensweisen, die anzeigen könnten, dass eine Autismus-Spektrum-Störung vorliegt. Das ist dann auch das früheste Alter, bei dem eine Diagnose gestellt werden kann. Üblicherweise ist es aber zunächst eine Verdachtsdiagnose, die dann erst später bestätigt wird. Aber es gibt immerhin eine Möglichkeit, dann auch mit einer gezielten Frühförderung anzufangen. Kinder im Autismus-Spektrum brauchen im Bereich der sozialen Entwicklung ein gestaltetes und vorbereitetes Umfeld, während neurotypische Kinder im sozialen Bereich Selbstlerner sind. Also es macht wenig Sinn, einfach zu warten. Die Schere in der Entwicklung geht sonst eher weiter auseinander. Also, im ersten Lebensjahr ist ein Autismus ganz sicher noch nicht zu diagnostizieren, weil auch neurotypische Kinder entsprechende Verhaltensmuster überhaupt noch nicht entwickelt haben. Im zweiten Lebensjahr gibt es dann erste Anzeichen, die Hinweise geben können auf den Autismus und es kann eventuell eine Verdachtsdiagnose gestellt werden. Auf jeden Fall kann mit einer Förderung begonnen werden, wenn frühe Merkmale vorhanden sind. Frühförderung bedeutet, wir können schnell den Entwicklungsrückstand minimieren. Im Augenblick gehen wir nicht davon aus, dass Autismus geheilt werden kann. Aber nicht alle Babys zeigen diese frühen Anzeichen. Aber Sie wissen ja schon, nichts ist unmöglich. Autismus.